Wer ist der beste Bundesliga-Spielmacher der Nullerjahre? Das ist die heutige Frage, die wir gemeinsam mit unserer Community in der Rubrik First Pick beantworten wollen. Wie immer gilt bei uns dreien, es gibt keine Doppelnennung eines Spielers und wir wissen nicht, was die anderen gepickt haben. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit und hören mal rein bei Alexander Grünwald. Ich glaube schon, dass es einige gegeben hat, aber mit dem ich zumindest noch zusammen gespielt oder oft trainiert habe als junger Spieler, war der Milenko Simovic und der war schon, sage ich mal, aus meiner Sicht hier der Beste. Ja, es war eigentlich so brutal zum Sehen, wenn man so als junger Spieler dazukommt, dass er einfach in jeder Situation unter Druck die richtige Entscheidung getroffen hat und auch im letzten Drittel, also die entweder den Assist vorm Assist, wie man im Eishockey auch sagt, oder auch den letzten Pass, also den hat er beherrscht auf engen Raum und war auf jeden Fall da wirklich top. Gefällt mir schon mal sehr gut, guter Milenko Simovic. Ja. Sehe ich nämlich auch so und sehen auch ganz viele Laola1-User, zum Beispiel Patrick Schimani hat geschrieben, eindeutig Milenko Asimovic, hat man jedes Mal gemerkt, wenn die Austria ohne ihn spielen musste, da ging gar nichts. Oder Franz Ferdinand, also von allen Zehnern, die in Österreich bisher gespielt haben, hat mir eindeutig Milenko Asimovic am besten gefallen, direkt verwandelter Eckball. Diese Technik war schon noch eine Klasse drüber. War einer, der Spiele im Alleingang entscheiden hat können, wenn er Bock gehabt hat. Wenn er keinen Bock gehabt hat, hat er relativ wenig gezeigt. Ja, aber das hat den Spieler Milenko Simovic eben auch ausgemacht. Dieses, trotzdem so ein bisschen dieses Lethargische manchmal, diese Stimmungsschwankete, diese Melancholie am Ball, die er versprüht hat, oder? Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch rausgeschrieben. Ich meine, er hat in 4 Saisonen für die Austria, hat sie eigentlich getragen. Also mit ihm ist auf jeden Fall viel, viel mehr aufgegangen als ohne ihn. Man hat auch in 4 Saisonen 30 Tore erzielt und 41 Assists. Also Chapeau. Guter Mann. Ja, wer ist dein Mann? Mein Pick ist Steffen Hoffmann. Wenn er den Ball am Fuß hatte, dann wurde es gefährlich. Nicht umsonst hat er in den Nullerjahren 183 Scorer am Konto. Hoffmann war bekannt durch seine gefährlichen Freistöße, präzisen Torvorlagen und seine hohe Einsatzbereitschaft. Der beste Moment von Lothar Matthäus bei Rapid, als er Steffen Hoffmann nach Hütteldorf geholt hat. Einer der wenigen. Ja, nein, also von dem her, also der Transfer ist damals wirklich aufgegangen und hat die Nullerjahre bei Rapid geprägt. Rapid mit 25 Assists zum Titel 2008 im Grunde getragen, 2010 Torschützenkönig geworden mit 20 Toren als offensiver Mittelfeldspieler. In den 10er Jahren auch noch überragend, aber die Nullerjahre, das war schon Prime Hoffmann. Ich würde sogar sagen, Steffen Hoffmann hat das ganze bisherige Jahrtausend des SK Rapid geprägt. Ja. In unterschiedlichen Funktionen. Ich glaube, der letzte Satz von Patrick ist ein wichtiger gewesen, der ihn auch unterscheidet von vielen anderen Spielmachern. Das war halt auch einer, der gekämpft hat am Feld, der nicht nur gespielt hat, sondern gekämpft hat. Und ich glaube, auch das macht den Mythos Steffen Hoffmann aus. Und auch deswegen ist er so gut bei einem Verein wie dem SK Rapid angekommen. So sieht es auch Andreas Fröhlich, Lowlines-User, hat geschrieben, für mich ist es ganz klar, Steffen Hoffmann, keiner hat eine Mannschaft so sehr geprägt wie er. 2009, 2010 war mit 20 Toren als einziger Mittelfeldspieler in der Bundesliga sogar Torschützenkönig für die österreichische Liga. Ein Weltklasse-Spieler und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte ihn auch als First Pick genommen, aber ich habe einen guten Backup, aber zunächst Harald, dein Pick. Mhm. Ich habe mich für einen Außenseiter entschieden. Mein Pick ist Wladimir Janotschko. Ein klassischer Spielmacher, ein Unterschiedsspieler, einer, wegen dem man ins Stadion ging. Als Oki im Sommer 2001 von Skoda Xanthi zur Austria kam, versetzte er die Liga mit seiner Technik, seinen Toren und seinen Assists in Staunen. 2002 Österreichs Fußballer des Jahres, zweimal Meister und dreimal Cupsieger mit der Austria, zweimal Meister mit Salzburg und dann bei der Admira. Und hätten seine Knie mitgespielt, wäre noch so viel mehr möglich gewesen. Kranker Spieler. Gefühlt war das wie ein Cheatcode der Austria, den sie damals eingelöst haben. Der war einfach um so viel besser als alle anderen. Hat mir extrem gefallen. Repulera war dann mau. Admira ist es wieder besser gegangen, aber die ersten 3 Jahre bei der Austria, die waren überragend. Also
erstaunlich, dass er immer noch spielt im slowakischen Unterhaus mit 47 Jahren. Widerspricht ein bisschen meiner These, dass der Körper eigentlich schon längst kaputt war. Weil der hat nur mehr eines von vier Kreuzbändern. Und das, als er damals zu Austria gekommen ist, unter Ari Hahn, hat er mit einem gerissenen Kreuzband einfach einmal gespielt, ein paar Monate, weil es eh wurscht war. Wahnsinn. Ari Hahn, stimmt. Austria-Trainer, geil. Und ich habe mir letztens noch einmal ein Highlight-Reel auf YouTube angeschaut. Damals kann es die Regel noch nicht geben, haben gelb für Trikot ausziehen, weil Wladimir Janotschko hat sich, glaube ich, wirklich nach jedem Tor sein Trikot auszogen. Ja, der hat sich einfach leisten können, weil er sonst nie eine gelbe abgefangen hat. Kann natürlich auch sein. Aber deinem First Pick hat zum Beispiel auch Florian Hauenschild gehabt. Der hat nämlich geschrieben, Janotschko war schon einzigartig auf seine Art. Libos Jonko war auch ganz großes Kino und natürlich auch Steffen Hoffmann. Aber unterm Strich ist es für mich Janotschko. Janotschko für mich ja schon auch der klassische Zehner. Nicht über diese Seite kommend, ähnlich wie mein Steffen Hoffmann über rechts, Asimovic auf links. Ja, über links kommen, ja. Janotschko war schon der klassische Zehner. Ja. Denn ich habe jetzt auch nicht unbedingt einen klassischen Zehner. Lass mal hören. Ich lasse euch mal hören. Erstmals heute. Was heißt das? Entschuldigung. Mein First Pick. Ivica Vastić, Stürmer, hängende Spitze oder Zehner. Im Grunde war Ivo alles und funktionierte überall. Ob bei Sturm am Verteilerkreis oder beim LASK, Vastić stand auch in den Nullerjahren für Tore und Vorlagen. Und mir hat eben auch dieses Comeback beim LASK so extrem gut gefallen, dass er da in die zweite Liga gegangen ist, den LASK, ich meine, der ist zweimal Torschützenkönig geworden, hat den LASK in die Bundesliga geschossen. Ich habe es, glaube ich, in 1001er-Panier-Episoden mittlerweile auch schon erwähnt, aber auch, dass er sich dadurch dann noch in den Eurokader von 2008 katapultiert hat und das mit einem Alter von 38, 39 Jahren ist er dann zum ältesten Torschützen einer Europameisterschaft geworden mit seinem Elfer gegen Polen. Also da hat schon extrem viel funktioniert bei Ivica Vastić in der Karriere. Also über jeden Zweifel erhaben, was sein fußballerisches Können angeht. Wie gesagt, für mich eher Stürmer oder hängende Spitze als klassischer Spielmacher. Ja. Das ist ja generell. Also es hat zum Beispiel, viele haben auch Ivica Vastić als First Pick genommen, zum Beispiel auch der Michael Lebanek, ganz klar Vastić, ohne Diskussion und wenn und aber. Er zeigte bei Sturm Austria und dem LASK für die damalige Zeit in unserer Bundesliga außergewöhnliche Leistungen. Mich hat es ja auch überrascht, dass er nie den Sprung zu einem größeren Verein gewagt hat. Ich meine, Japan, ja, ist ein Abenteuer, aber der hätte ja eigentlich das Potenzial gehabt, in einer großen Liga auch zu realisieren, da bin ich mir sicher. Aber es ist eben die Frage, was ist ein Spielmacher? Und die Rolle eines Spielmachers hat sich eben in den Nullerjahren auch so ein bisschen entwickelt. Richtig, ja. Also es hat schon noch ein paar von diesen klassischen Zehnern gegeben, aber halt je nach Spielanlage nicht mehr so viele. Aber wer wäre dann noch in den Top 10? Also für mich ein klassischer Zehner ist Wickerl Drechsel. Wickerl Drechsel, der beste Österreicher, der nie in einem im Nationalteam einberufen worden ist. Also ich glaube, er hat einmal für die U21 gespielt, aber nie fürs Nationalteam. Der ist der klassische Zehner, hat Ried in den Nullerjahren auch getragen, wie es Hoffmann bei Rapid war. Zum Beispiel der Micha Pesek hat geschrieben, wenn der Sieger nicht Samir Muratovic, Milenko Asimovic oder Ivica Vastić heißt, gebe ich offiziell meinen Glauben an das Gute im Menschen auf. Samir Muratovic haben wir noch gar nicht angesprochen. Das wäre mein Reserve-Pick. Ja, habe ich auch hinter weit oben gehabt. Ja. Dann noch zwei Inputs. T. White 91, Asimovic war absolut top, aber gibt einige Highlights wie Janotschko, Hoffmann, Muratovic, Pšenček, Naščiače. Hat halt, glaube ich, nie ganz das abgerufen konstant, was er eigentlich hätte können. An den kann ich mich wirklich kaum erinnern. Naščiače oder alles Che? Naščiače, also Austria-Wien. Ja, Austria-Che war aber mehr defensiver Mittelfeldspieler. Eben, ja. Alles Che war schon auch richtig gut, aber wie gesagt, dafür waren die... Das sind eher an einer Hand abzuzählen, die Leistungen bei der Austria, wo er stark war. Ja, also. Aber hat der wirklich, war das so stark bei den Freistößen? Ja, der war schon richtig, richtig klasse. Pšenček, ja klar. Ja. Almedin Hota haben wir auch noch diskutiert gehabt. Ja, FC Kärnten und auch beim LASK richtig performt und eben auch so dieser klassische Zehner. Und Kollege Günther Schrenk hat auch einen ganz anderen Spielertyp reingebracht. Als Tiefenspielmacher geht nichts über Branko Boskovic.
guter Achter gewesen auf jeden Fall, ja. Ich glaub, sehr solide. Die Kombination mit Steffen Hoffmann war eben auch so explosiv. Er war schon auch ein, ein Schlüsselspieler. Was uns auffällt ist, ich glaube, drei Viertel Ex-Jugoslawien, oder? Ja. Also der einzige Österreicher, über den wir jetzt da geredet haben, ist Wiggel Drexel. Und Ivo Vastic, aber halt... Steffen Hoffmann haben wir einen Deutschen. Ja. Ja. So. Deswegen sage ich drei Viertel. Ja, aber das waren eben auch die Spieler, ich meine, die gerade die glaube ich auch mit dieser Roter Stern Belgrad-Ära aufgewachsen sind. Richtig, und da war eben auch ein Dejan Savicevic, Entschuldigung, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Anfang des Jahrtausends ja auch noch bei Rapid. Das ist für mich so dieser klassische Zehner der 90er Jahre, der jetzt nicht so dynamisch war, eher behäbig, sehr diebenhaft. Aber was der für geniale Pässe damals abgeliefert hat. Also sowas hat es in der österreichischen Bundesliga, glaube ich, wird es auch. Ich glaube, das machen wir für die 90er Jahre, machen wir das schon noch einmal. Müssen wir auf jeden Fall machen. Musst du ein bisschen Geschichtsbücher wälzen. Ja. Super, danke.